Ecke. Er ist 43 Jahre alt. Offizielles Kampfgewicht beim gestrigen Wiegen 90,1 Kilogramm. 1,82 Meter ist er groß. Profiboxer seit dem Jahr 1997 mit dieser Statistik. 41 Kämpfe, 33 Siege, 21 davon durch Knockout bei 2 Unentschieden. Sein Trainer Dieter Wittmann aus Donsdorf, Baden-Württemberg, der Ex-WBA-Weltmeister im Cruisergewicht, der Herausforderer, the Challenger, Firat Aslan! Der Champion lauert in der blauen Ecke. Er ist 29 Jahre alt, auch er trägt schwarze Trunks. Offizielles Kampfgewicht 90,5 Kilogramm. 1,88 Meter ist er groß. Profiboxer seit dem Jahr 2004 mit dieser Bilanz. 39 Kämpfe, 36 Siege, 25 Mal durch Knockout, ein Unentschieden. Sein Coach Uli Wegner. Aus Berlin der WBO-Weltmeister, the reigning and defending Cruiserweight Champion of the World, Marco Captain Hood. Wer trägt den Gürtel des Champions nach diesem Fight? Firat Aslan oder weiterhin Marco Hook? Die Nacht der Entscheidung, die Revanche, jetzt live aus der Hans-Martin-Schleyer-Halle hier in Stuttgart. Okay, gentlemen, you've already received your instructions in the dressing room for the WBO Cruiserweight title. You both know exactly what I expect, a good clean fight. Just obey my commands and protect yourself at all times. And obey the bell. Touch gloves. Good luck to both of you. Es ist alles dabei, was es für einen großen Boxkampf braucht. Eine Geschichte, eine Vorgeschichte, umstritten. Das erste Duell in der Fangemeinde. Beide Boxer mit großem Herzen. Und zum ersten Mal haben sie das registriert. Hier in Deutschland. Pfiffe in der Mehrzahl für den Champion und Schützling von Uli Wegner für Marco Hook. Er ist der Titelverteidiger. Er hat hier mehr zu verlieren als der Mann, der der Herausforderer ist und dem die Herzen hier in der Metropole des Schwabenlandes natürlich zugeflogen sind. En masse, mehr als Zehntausende mit dabei im Duell des Linksauslegers bei den schwarzen Hosen boxend des Weltmeisters Marco Hook gegen den Rechtsausleger, der genauso nach vorn stürmt wie in all seinen Duellen. Doppeldeckung, immer dicht dran am Mann und dann seine Serien abfeuert. Erste gute Aktion von Firat zum Körper. Hands free, Mark. Hands free. Genau. Wir sind in Runde 1 und die Halle befindet sich schon in Runde 12. Was ist hier los? So viel ist ja noch gar nicht passiert. Gute Hand von Firat Aslan. Auffällig in diesen ersten Runden, oder in dieser ersten Runde, dass Hook, wenn Firat bei ihm auftaucht, und das wird er immer wieder tun, ihn dann durch Klammern aus dem Kampf herausnimmt. Hatte ja im ersten Duell, daran sei nochmal erinnert, im November 2012 den Anfang ein bisschen verschlafen, zu wenig gemacht. Das kann also nicht die Marschrichtung sein. Wer die Explosivität von Marco Hook kennt, das weiß, dass das jetzt im Moment nur ein Hinfühlen ist. Noch keiner seiner bei den Gegnern gefürchteten Sports. Auch das hier eher verhalten.
Und genau das, was Mark Hook am meisten stört, dass er dann diese Komfortzone um sich herum zerstört sieht. Das macht Firat Aslan natürlich permanent. Kommt, drängt. Entweder er setzt den Jab eher ein oder er dreht sich zur Seite raus. Das muss ja logischerweise für Marco Hook die Marschrichtung sein, wenn er hier was ausrichten will. Die vielleicht noch ein bisschen Zweifel aufkommen lassen. Und die Enge dieses Gefechts nochmal dokumentieren. Hook jetzt mit längeren Händen sich befreiend oder den Versuch zumindest erstmal startend. Die beste Waffe auch schon im ersten Kampf. Hier noch nicht so oft gezeigt von Firat Aslan, war vor allem in der Liga Aufwärtshaken, den er jetzt gerade wieder zweimal durchsteckt und dann zum Körper abschließt. Beide auf der Außenbahn erfolgreich. Aber Hook macht diesmal mehr, auch in dieser zweiten Runde, als beim Kampf in Halle-Westfalen. Und wieder der Uppercut. Schön zum Kopf von Marco Hook. Es bleibt spannend, es ist spannend hier in Stuttgart. Und die Antwort von Firat Aslan, der kommt immer wieder. Das war ja schon beim ersten Duell so ein bisschen wie und täglich grüßt das Murmeltier, bloß dass es nicht jeden Morgen kommt hier. Das kommt jede Runde. Firat ist immer wieder da. Und lustig ist das für Marco Hook überhaupt nicht. Stop. Wieder dieses Unterbinden, anders als im ersten Duell. Sehr, sehr viele Treffer von Marco Hook mit diesem linken Kopfhaken im Ziel. Gute Serie für den Champion. 10 seconds. Und gute Antwort von Firat Aslan. Und da ist er schon wieder. Firat Aslan mit 43 Jahren, aber hier schön gegengeschlagen von Marco Hook. Natürlich hat der Weltmeister aus Berlin seinen Fehler erkannt. Hatte vor dem ersten Duell gedacht, ich dachte, der Boxer Opa mit 43 sollte der auf der Couch sitzen und Chips essen. Aber nichts da. Zumindest ist das jetzt besser geboxt als im ersten Duell von Marco Hook. Aber da hat er so viel falsch gemacht und sich selbst in Not gebracht. Hooks beste Waffe bleibt der linke Kopfhaken, auf der Außenbahn geschlagen. Bei Aslan bleibt jetzt der Versuch, innen mit dem Aufwärtshaken durchzukommen, öfter hängen. Ja,
your heads, guys. Den rechten Kopfhaken wieder im Ziel. Aber auch Firat Aslan ist da mit rechts. Viele Treffer auf beiden Seiten. Starke Aktion von Firat Aslan. Keine Schlagwirkung. Matt Nelson dazwischen. Zum dritten Mal der Ringrichter bei einem Duell mit Marco Huck. Sollte vielleicht sogar ein gutes Omen sein, auch bei der Weltmeisterschaft. Also den Titel heute gegen Ramirez in Bielefeld. Stand der Mann aus Minnesota im Ring. Auffällig ist, dass bei Marco Huck eines seiner Markenzeichen fehlt. Die Sports, das spricht dafür, dass sie sich vielleicht auch überlegt haben, dass sie über 12 Runden gehen müssen wieder. Und dass man dann die Kraft braucht gegen dieses Konditionswunder mit dem riesigen Herzen hier aus Donsdorf, aus dem Vilstal. Gut 50 Kilometer hier von der Landeshauptstadt weg. Bislang die unsauberste Runde. Zweiten Runde von Marco Huck offen. Jetzt gibt es Arbeit für Malcolm Garrett in bzw. nach Runde 3. Und schon Körper variabel mal, aber dann ist wieder der Aufwärtstakte. Schöne Linke. Gar nicht groß vorbereitet. Einfach vor den Gegner gestellt und dann getroffen. Saubere schwäbische Handarbeit. Huck versucht es jetzt mit einer kleinen Serie. Bleibt aber auch ein bisschen stecken. Vielleicht war der letzte rechte gerade dann durch. Ein bisschen tiefer aus der eine. Aber vorher auf der anderen Seite eben auch. Für die Optik bleibt eines offensichtlich. Es marschiert vor allen Dingen Firat Aslan nach vorn. Aber als Konsequenz, als Lehre sind häufiger Hände von Marco Huck jetzt dazwischen zum Körper, die auch immer wieder treffen. Aber auf den Seiten hat der Beton. Da passiert nichts bei Firat. Ein Mann, der seit 25 Jahren Buch führt über sein Training, akribisch alles notiert. Der diesen Sport lebt wie kaum ein anderer. Sind 4 Runden rum, das erste Drittel des Gefechts und nichts, aber auch gar nichts ist entschieden. Sehr schöne Hände jetzt von Marco Huck hier in dieser vierten Runde, der kaum, dass er besser getroffen hat, wieder abgestraft wird. Und deswegen haben sie sich natürlich auch Henry Maskes Kampf gegen Graziano Rocchigiani angesehen. Da gab es ja nach einem engen, umstrittenen Duell in Kampf Nummer 1 ein klares Gefecht in Kampf Nummer 2. Große Kondition dafür noch ausreicht, denn dieser Druck, der ist nach wie vor noch beständig. Vielen Dank, Henry Maske. Nur in 3 Kämpfen von 39, sagt Uli Wegner,
hat mich mein Schützling, hat mich Marco Hook wirklich überzeugt. Das war natürlich dieses Tokarev-Duell unter extremsten Hitzebedingungen noch zumal. Dann Ramirez, der Gewinn der Weltmeisterschaft und natürlich der letzte Kampf gegen Afolabi. Auch da stand er nach zwei Duellen für ihn viel auf der Kippe und er hat sich so stark zurückgemeldet wie nie. Hier hat er den ältesten Kontrahenten vor den Fäusten, den er je geboxt hat, und er fordert ihn viel ab. Marco Hook trifft vor allen Dingen mit harten Einzelhänden. Und auch wenn Uli Wegner immer wieder unterstreicht, er schlägt härter als ein Schwergewichtler, dieser Marco Hook, so scheint das doch Firat Aslan überhaupt nicht zu beeindrucken. Immer wieder steht er vor ihm. Und zum wiederholten Mal, was in Duell Nummer 1 der Aufwärtshaken war, ist es hier der linke Kopfhaken von Firat Aslan, der im Ziel ist. Schon im September stattfinden hier in Stuttgart. Verletzung Harris bei Marco Hook, der jetzt besser trifft. Dann musste das Ganze abgesagt werden und ein neuer Anlauf hier in der Schlecker in der Halle genommen werden. Begeisternder Kampf von beiden. Viele, viele Aktionen, harte Treffer und intensiv auch in Runde 5. Fans hier in der Hans-Martin-Schleyer-Halle sind unerschüttert, aber gerade auch in dieser Runde gab es wieder viele, viele Hände, die sie nicht wahrhaben wollen von Marco Hook, der hier in Runde 5 bislang den stärksten Eindruck macht. Beste Runde. Dom ist aber für mich die bessere Runde für Marco Hook. Dieter Wittmann aus dem Herzblut-Team, der Trainer erst im 6. Kampf, jetzt der Cheftrainer, auch das ist ja eine der kuriosen Geschichten zu Firat Aslan, der lange Zeit ohne Trainer gearbeitet hat. Und jetzt kommt aber Hook in ihn hinein gegen einen Mann, der hier jetzt in Not ist, mit einem echten Spurt. Ich habe es eingangs gesagt, wo sind die Spurts? Die hat er sich aufgespart und was war das für eine Naturgewalt? Vorstellen, dass Firat Aslan, der ein großer Sportler ist, das Ganze jetzt hier über die Runden rettet, das wäre Wahnsinn. Es läuft noch nicht einmal die Uhr. Wir sind in dieser Runde noch nicht einmal bei Halbzeit. Kommt Firat noch mal zurück. Aber jetzt hat er alles gegeben. Jetzt braucht Hook natürlich auch Luft. Jetzt läuft die Uhr. Beeindruckend, wie Firat Aslan zurückkommt. Aber jetzt wird es vorbei sein. Oder doch noch einmal. Wahnsinn, was für ein Duell. 5, 6, 7, 8. Ready to go? Come here. Ein bisschen auf wackeligen Beinen. Dieser große Kämpfer hier aus Donsdorf. Und jetzt ist er in Not und ich glaube nicht, dass er das Rundenende erreichen wird. Denn er hat kaum noch Möglichkeiten, sich zu wehren. Kassiert hier Treffer um Treffer. Es ist die richtige Entscheidung. Es ist die richtige Entscheidung. Er hat die Hände gar nicht mehr oben gehabt. Die richtige Entscheidung von Matt Nelson.
Und damit hat Marco Hook, der sicherlich hier nicht die Fangemeinde hinter sich hat, wieder mal gezeigt, das ist ein Mann, den kannst du in die Schlachten hineinschicken. Und wenn alle an ihm zweifeln, umso mehr ist er da und liefert ein großes Spektakel. Denn das war es in jedem Fall hier in dieser Nacht in Stuttgart. Was hat er für Schlachten geschlagen 2012, als nicht alles gut für ihn lief? Mit den Kämpfen natürlich mit Povetkin, Afolabi und dann auch dieser Vorstellung gegen Aslan. Dann im letzten Jahr dieses sensationelle Duell gegen Afolabi. Die Familie ist da, der Papa natürlich, dem auch den Weltmeistertitel gewidmet hat, Vater Rasim, Bruder Kenan, alle sind jetzt mit im Ring natürlich. Und sie können zu Recht stolz sein, denn das war ein hartes Stück Arbeit gegen ein Herzblut-Team mit einem Herzbluthelden, den Löwen hier aus Donsdorf, dem Rechtsausleger. In der Höhle des Löwen hat er sich den Titel geholt und das war Bernd Stark. Er hat anders geboxt als sonst, sehr verhalten. Ich habe das eingangs angemerkt. Die Sports fehlten, aber dann waren sie da, als es auf die Halbzeit des Kampfes zuging. Und dann war kein Halten mehr für den alten und neuen Champion bei der WBO für Marco Hook. Und all den Kritikern, auch Uli Wegner hat ja gesagt, Mensch, als der zu mir kam, da war er eher ein Holzhacker, so wie der geboxt hat, muss eines noch mal gesagt werden. Dieser Marco Hook hat sich immer gestellt. Er hat wirklich große Kämpfe in seiner Geschichte gemacht. Dreimal Afolabi, Cunningham, Povetkin, das Schwergewichtsduell, Tokarev haben wir angesprochen. Und auch die zwei gegen Aslan gehen in diese Geschichte ein. Die haben alles gegeben, die haben uns begeistert, die haben Anteil an diesem großen Abend gehabt. Aber gegen die Urgewalt eines Marco Hook ist dann am Ende hier nichts auszurichten gewesen. Und sehr schön, dass nach den zum Teil doch hitzigen Worten offenbar jetzt wie so oft dann die fairen Gesten überwiegen. Typische Szene, Firat Aslan attackiert, dann diesmal gerade durch die Mitte getroffen auf den Punkt. Da waren die Beine schon wackelig bei Firat Aslan. Und das war das erste Mal, dass er Zeit nehmen musste, Firat Aslan. Das war natürlich jetzt auch nicht ganz den Regeln entsprechend, dieses Runterziehen der Deckung. Aber das wird Niederschlag dann Nummer zwei. Als die schweren Hände natürlich noch Wirkung zeigten. Und das ist das Finale. Und das ist aus meiner Sicht absolut die einzig richtige Entscheidung. Firat hat selber nicht mehr agiert, hat nicht mehr zurückgeschlagen. Hat mit Mühe und Not sich da gehalten. Und er ist ein großer, großer Kämpfer, vor dem wir wirklich den allerhöchsten Respekt haben, wer sich selber als Autodidakt teilweise in diesen Sport hineingebracht hat.